Hallo Leute und herzlich willkommen zu der ersten Folge Nerd Over News. Und zwar heute mit den Themen: Nintendo NX wird ausgeliefert, die ersten Entwickler kriegen die Konsole, der DFB bescheißt auch bei der WM 2006 und die meistverdienenden YouTuber auf YouTube. Es ist soweit, Nintendo hat die ersten Dev-Kits an die Entwickler verschickt von der Nintendo NX. Momentan wird vermutet, dass die Nintendo NX ein Hybrid aus stationärer Spielkonsole für zu Hause und Handheld sein soll. Zum Beispiel könnte man damit unterwegs Mario Maker Level erstellen, diese dann auf der Nintendo NX weiter erstellen und hochladen. Oder was auch vorstellbar wäre, dass die Nintendo NX, der eigentliche Kasten, der sozusagen unter dem Fernseher steht, eine stärkere Hardware hat und man Spiele, die man unterwegs spielen kann, zu Hause mit höherer Auflösung oder vielleicht sogar mehr Details spielen kann. Angeblich soll die Nintendo NX 2016 starten. Ich bin sehr gespannt und würde mich sehr freuen. Nun hat es also auch den deutschen Fußball getroffen. Wir haben uns die WM eingekauft. Sonst heißt es immer, andere Länder machen das, sind die Bösen und so weiter und so fort. Aber dieses Mal sollen wir wohl 6,7 Millionen Euro bezahlt haben, damit die WM nach Deutschland kommt. Sind wir doch mal ehrlich, glaubt ihr daran, dass so eine WM-Vergabe wirklich noch per Los entschieden wird? Ich glaube ja, dass wirklich alle Länder völlig bescheißen dabei. Jedes Land wird bezahlen und der es am Ende bezahlt, wird wahrscheinlich den Zuschlag bekommen. Anzumerken ist noch, der DFB hat sich einen Tag Zeit gelassen, um eine Stellungnahme dazu abzugeben und hat gesagt, dass man kurz nach der Vergabe der WM, beziehungsweise nachdem man das einzahlen sollte, das Geld wieder zurückzahlen wollte, um das wieder auszugleichen. Für mich ist das nur eine Ausrede, aber wir werden weitersehen. Nun ist es soweit. YouTube ist bei dem großen Forbes Wirtschaftsmagazin angekommen. Die haben analysiert, welches die meistverdienenden YouTuber im Jahre 2014 waren. Auf allerersten Platz natürlich PewDiePie mit über 40 Millionen Abonnenten. Hatte er einen Grundumsatz von 12 Millionen US-Dollar gemacht, abzüglich Steuern und Verwaltungsgebühren. Danach kommt Smosh, Fine Brothers jeweils mit 8,5 Millionen, Lindsay Sterling mit 6 Millionen, Red & Link mit 4,5 Millionen und so weiter. Also das heißt, mit YouTube kann man auf jeden Fall schon eine ganze Menge Schotter machen. In dem Fall geht es nur um die Werbeeinnahmen von YouTube aus. Da sind noch keine Sachen wie Merchandise oder eingerechnet. Und das ist schon sehr beachtlich. Auf Platz 10 Rosanna Pansino, hier sagen wir alle gar nichts, mit 2,5 Millionen US-Dollar. Ein deutscher YouTuber hat es leider nicht geschafft. Gronkh zum Beispiel mit 3,8 Millionen Zuschauern hat es leider nicht in die Top 10 geschafft. Nur mal zum Vergleich, Rosanna Pansino hat 4,77 Millionen Abonnenten und Gronkh 3,8. Das heißt, vielleicht liegen die ja irgendwo beide in der Nähe von 2,5 Millionen Euro. Das waren die ersten News von Nerdover. Danke, dass ihr zugeguckt habt und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit. Dankeschön. So, liebe Leute, ihr habt mich tatsächlich doch 5 Minuten ertragen und wenn es euch gefallen hat, würde mich ein Daumen hoch sehr freuen, ein Abo oder vielleicht sogar ein Kommentar, was kann ich besser machen, was hat euch nicht so gefallen, was hat euch gefallen, ich bin über jede Kritik dankbar. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, tschüss, schönen Tag noch,